es verlassen soll. Wäre logisch. Aber ich probiere es erstmal mit oben. Vielleicht gibt es da noch was Interessantes. Aber vielleicht müssen wir auch gerade oben lang. Und unten rum gibt es vielleicht noch was Interessantes. Aber das glaube ich nicht. Ja, komm, gib mir den Playboy. Gib mir den Playboy. Gib mir den Playboy. Kann man da laufen? Ja, kann man. Gut. Muss ich keine Angst haben. Da aber schon nicht mehr. Gut. Da darf ich wieder Angst haben. Da kann man auch nicht laufen. Da auch nicht. Toll. Toll. Umsonst. Völlig für den Arsch hier hoch. Noch höher vielleicht? Ne. Geh, ja. Geht da nicht. Naja, dann gehen wir erstmal runter. Komm, Joe. Geil. Hat ja auf Anhieb geklappt. Gut, dann nehmen wir mal die Semi auf. Die gefällt mir irgendwie sowieso viel besser. Die gefällt mir eh viel besser, so. Oh, oh. Davon ist, glaube ich, nur eine. Bin mir aber nicht ganz sicher. Doch, da war einer. Gut. Nein, da rein, Joe. Komm. Nimm das, du Arschloch. Verreck doch. Oh, da vorne sind sie, glaube ich. Oh, oh. Verkehrt. So, wo sind denn... What the... WTF? Schleicht er sich da von hinten? Und ich muss eindeutig hinten besser im Auge behalten. Wart mal, Joe. Wart mal. Die hole ich mir jetzt. Pass mal auf, Joe. Jetzt zeige ich dir, wie das geht. Geh weg, geh doch weg. Geh weg, Joe, geh weg. Boom, ein Headshot, der nächste... Nein, scheiße. Ganz knapp vorbei. Pass mal auf, komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Oh, ach. So, jetzt komm mal her, komm mal her. Komm her. So, jetzt komm mal her, du Homo-Fürst. Alter, verreck doch. Endlich. Ich glaube, das waren alle Gegner so in dem kleinen Abschnitt. Und mal gucken, ob es hier einen Playboy gibt. Ah, oh, ich bin Playboy-Fanatiker. Ich bin die so geil, die Hefte. Nee, natürlich nicht. Da hinten vielleicht. Oder es muss ja nicht unbedingt Playboy sein. Es kann auch was anderes sein. Waffen oder sowas. Würde mich auch freuen. Ist aber nicht. Schade, schade. Hm. Naja. Gehen wir mal weiter vor. Zu den Gegnern. Da, die haben nämlich bestimmt Waffen gedroppt. Der zum Beispiel, oder der. Und ich habe ohnehin volle Munition, also, wow, what the fuck. Komm aus. Gut. Du zuerst, ich gebe dir Deckung. Ja, ja, jetzt habe ich wieder zuerst, du Schlappschwanz. Gut, da ist niemand. Ich glaube, also, einmal um die Ecke kam auf jeden Fall ein Gegner, und ich glaube sogar um die Ecke. Wo zum Teufel bist du hin? Gut. Gut, und hier um die Ecke vielleicht noch mal eine. Ja, da war einer. Ich sehe den Schieß und dann sage ich euch, ja, da war einer. Genau, genau. So, die Magnum geht natürlich ab wie Schnitzel, aber leider auch nur, wenn man trifft. Das ist eben mein Problem. Das mit dem Treffen, das ist nämlich so eine spezielle Sache bei mir. Fick dich. Wow. Scheiße, was kommt mit dir? Oh, Magazin. Juhu. Oh. Guck mal, das sind zwei Busen. Nein. Blödsinn. Wir haben eine Schrotflinte. Vito, komm her. Hier sollte es rausgehen. Ja, Mann, ich bin doch schon da, Mann. Komm, verpiss dich. Oh, komm, komm, komm. Komm. Ja, okay, Joe, mach halt alles alleine. Lass mir keinen übrig.
Du den ganzen Spaß allein. Komm. So, erstmal nachladen. Scheiße. So, komm her. Komm her. Nochmal. Nochmal. So, jetzt gehst du mir aber auf die Nüsse. Pissig. What the fuck. Phew. So. Nehmen wir mal wieder den... den Magnum, der Gerät. Ist der tot? Ja, ich glaube, der ist tot. Hier eine Grease Gun, eine Thompson. Da wird mal nachgeladen, natürlich. Wird auch mal nachgeladen, natürlich. Glück gehabt. So, die Garant will ich noch mal nachladen. Ja, hatte nämlich keine Munition mehr, war klar. Was ist das? Die Thompson 1928, die finde ich hier am allergeilsten. Die hat richtig Style, das ist so eine richtige Mafia-Waffe. Wo muss man jetzt lang? Da vielleicht. Oder auch nicht. Ne, ich laufe lieber mal so. Aber dass die so unten zielen, ist so voll für den Arsch, voll unpräzise. Oh oh. Viele Granaten, das will nichts Gutes heißen. Das heißt wahrscheinlich, da unten kommen gleich eine Unmenge an Gegner. Diesen dürften aber für uns gar kein Problem sein. Da geht's nicht runter, oder? Nee, gut. Oh oh. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl, ja. Meine Theorie bestätigt sich so ein bisschen. So, jetzt müsste ich natürlich mit Munition sparen, denn das ist, glaube ich, eine recht lange und recht knifflige Stelle, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe dann, glaube ich, doch ein bisschen länger gebraucht für den Kack. Oh, what the fuck. Oh, oh, shit, shit, shit. Oh, oh. Boah, fast tot. Komm her, bitte, komm. Guck raus, guck raus. Perfekt, danke schön. Sag mal, cheese. Oh, oh. Boah. Schieß nicht von da. Da frisst du Schweinebacke. Zeig deine Fresse, los. Oh, oh, komm her. Ja, vom Schuss in den Ellenbogen ist er gestorben, ja, ist klar. Ich würde sagen, ich nehme mal die komische, die Grease Gun. Oh oh. Ah, ich will auf jeden Fall vorsichtig sein, aber ich habe auch keine Ahnung, ob Joe in der Mission verrecken kann. Das weiß ich nämlich leider nicht mehr. Da vorne ist schon mal einer. Oh, 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 oh. Ach, von da unten kommen die. Ja, dann. Ich habe mich schon gewundert. Hä, sind die jetzt hinter uns gekommen? Oh, oh. Oh, 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 oh. Von da hinten. Von da hinten. Ich habe dich gesehen. Bums. Bist tot. Bist du tot? Ist der tot? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Sind ja jetzt im Prinzip nur noch die Gegner da vorne. Dem einen habe ich Headshot gegeben, der andere müsste da gleich in die Ecke kommen. Okay, das waren zwar keine Headshots, aber gut. Verlasse das Gebäude mit Joe? Nein, noch nicht. Jetzt hole ich mir erstmal Muni. Richtig fett, so MP40 oder 400 oder wie die heißt. Ja, Joe, chill mal ein bisschen. Jetzt hole ich mir das Muni. Für die Thompson habe ich ja schon maximale Muni. Oh, geil. Die Mission war mal heftig fit. Heftig fit. Gibt es hier noch einen Playboy? Mal gucken. Mal gucken. So, jetzt gehen wir. Komm, schnell. Schafft. Denke ich mal. Vito, die haben mich fertig gemacht. Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Okay. Ja, das glaube ich.
El Greco, der scheiß Maler. So. Ich zieh uns hier gleich mal eine Karre. Da ist zwar Bullen, aber die werden es wahrscheinlich eh nicht mitkriegen. Das hoffe ich. Hey, raus mit dir. Wo sind... Ah ja, die stehen da vorne. Komm. So, wo ist denn El Greco? Da oben. Jetzt habe ich keine Ahnung, welche Route ich fahren muss. Aber Zeitbegrenzung scheine ich nicht zu haben. Gott sei Dank. Meine Rippen. Jedes Mal, wenn ich atme. Ich glaube, sie haben mir die Rippen gebrochen. Nur die Ruhe. El Greco fliegt dich wieder zusammen. Ja. Och man, komm, geh doch aus dem Weg. So habe ich keinen Bock mehr zu failen, ey. Ich will ein Pro-Gamer werden. Ich übe Stunden täglich. Werd nicht besser. Mann. Danke, dass du gekommen bist und dein Leben für mich riskiert hast. Och, kein Thema. Bruderdienst. Jetzt muss ich auch mal gucken, ob ich die Musik wirklich leiser gemacht habe, weil die kommen mir immer noch recht laut vor. Oh, Radio. Radio habe ich nicht leise gemacht. Bevor du mir die ganze Hose voll blutest, dann steche ich dich. Oh ja, hört man fast gar nicht, super. Egal. Um einen verdammten Komiker zu machen. Wow. Aber man könnte gerade neidisch auf die werden. Man will, am liebsten würde ich jetzt meine Sachen packen und in der Stadt wohnen. Das wäre doch echt heftig geil. Shit. Wo denn? Ach, das sehen die auf einmal wieder, ne? Ah ja, Autodiebstahl direkt vor ihrer Nase nicht, aber naja, Fahrerflucht mit mehreren hundert Metern Entfernung, das sehen sie wieder, die Dreckschweine. Egal. Jetzt sind wir bald da. Oh, Mafia 2 ist, glaube ich, auch bald durch. In den nächsten 5 Parts sollte ich es eigentlich geschafft haben. War auf jeden Fall ein geiles Spiel, oder ist es noch? Immer noch ist es ein geiles Spiel. Aber bald war es eben halt nur noch ein geiles Spiel. Ein geiles Let's Play vor allem. Hat Spaß gemacht. Oder macht auch immer noch Spaß. Noch. Boah, mir hat die Motorhaube weggerissen. Da oben wohnt El Greco, der Scheißmaler. Nein. Und El Greco, der Scheißarzt. Der hat so... Anscheinend so macht er so Arzt als Nebenberuf oder sowas. Oder Arzt oder Maler als Nebenberuf oder wie auch immer. Wurscht. So. Perfekt. Brauchst du Hilfe? Nein, das schaffe ich schon. Was ist mit dem Geld? Bring's zu Bruno. Hast recht. Dann haben wir wenigstens das vom Hals. Guten Abend, Gentlemen. Oh, was ist euch denn passiert? Hey, Doc. Ich hab die Fresse vollgekriegt. Und spucke. Was ist denn heute wieder los? Ich hab schon einen von euch da. Wen? Er heißt Antonio Balsamo. Tony Balls? Was ist los mit ihm? Oh. Jemand hat ihn ziemlich übel zugerichtet. Ich glaub nicht, dass er je wieder laufen kann. Was? Ah, warum so überrascht? So viel Blut. So viele Tote. Dieses Leben habt ihr euch ausgesucht. Eines Tages verlässt ein das Glück. Nächstes Mal bist du vielleicht dran. Genug gepredigt, Doc. Kannst du Joe behandeln? Ja, aber er wird warten müssen, bis ich Antonio verarztet habe. Ist schon okay, Doc. Also dann, komm rein. Sieh zu, dass du die Sache mit Bruno regelst, okay? Und Vito, danke. Gern geschehen. Gute Besserung. Ja, das wünsche ich auch, aber von tiefstem Herzen. Wir haben 55.303 Dollar und 99 Cent. Ich frage mich, was passieren würde, wenn ich das Geld jetzt noch ausgeben würde für Klamotten oder sonstiges. Wäre mal lustig. Aber ich habe da keinen Bock, dass ich da irgendwie Let's Play fail und alles immer von vorne spielen müsste. Nur wegen so einer Spielerei. Das wäre ziemlich dumm und ziemlich beschissen. Das würde mich anpissen auf jeden Fall. Und ich glaube, ich nehme jetzt nochmal 2 oder 3 Parts auf. Jo, mach ich auch so. Dann habe ich echt genug für die nächsten Tage. Und wenn ich dann durch bin, dann steht auch schon das nächste Let's Play eigentlich an. Ich habe mir noch nicht 100% überlegt, was ich machen will. Aber Bulletstorm habe ich auf jeden Fall schon mal ins Auge gefasst. Und Bionic Commando, da werde ich aber noch ein Infovideo zu machen. Werde ich so eine Umfrage machen, welches Spiel soll ich als nächstes. Wobei eigentlich ich das wahrscheinlich sowieso nicht machen werde, bis das Video oben ist. Dann werde ich wahrscheinlich einfach eins von beiden machen. Aber egal, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welches ihr lieber sehen würdet.